Jo, herzlich willkommen zurück. Drei Runden sind wir fahren mit ihm hier. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Monte Carlo, okay. Drei, zwei, eins, los! Böse. Der ist richtig böse. Nach dem, was ich jetzt zuletzt gefahren bin, ups. Der ist böse. Das ist deine erste Runde. Kann das sein, dass ich den hier gar nicht ausfahren kann? Der zieht immer nur und zieht. Kranker Shit, ey. Fast 300 Klamotten hier. Zweite Runde, das ist die letzte Runde. Der zieht und zieht und zieht. So macht der Werksfahrer noch Spaß. 40 Sekunden unterboten, das Ganze hier anscheinend. So dann. Wollen wir da lange angucken. Ab dafür. Alter Schwede. Testfahrt. Machen wir mal. Herzlich willkommen zurück und ja, bevor das Mikrofon verreckt, wie eben gerade schon mal direkt wieder, ich mache jetzt den Werksfahrer nochmal mit diesem GT1 anscheinend. Das scheint ein Rennen zu sein. Ich glaube, es ist sogar das letzte, was da kommt.
Und ja. Schauen wir mal, ob das eventuell schon eins der letzten Dinger ist fürs Werksfahren oder ob da noch was kommt dann. Ich werde jetzt erstmal gepflegt abziehen. Oh, Mikrofon bleibt, interessanterweise. Naja. Siegen, würde ich sagen. Man sollte auch wissen, wo es lang geht. Oder rechtzeitig unten auf die Karte gucken. Das ist definitiv eine andere Monte Carlo-Strecke wie eben zuvor. Erste Runde, erster Platz. Lenkung ist schon gut angeknackt jetzt hier. Wegen dieser Kurve hier, da ordentlich rausgegangen bin. Zweite Runde. Du bist auf dem ersten Platz. Nur noch eine Runde. Das geht ganz gut, ja. Müssen wir Handbremse spielen vielleicht mal. Haben wir das geschafft? Habe ich das wohl? Okay.
dann. Machen wir das mal. Nehmen wir das mal mit hier. Drei, zwei, eins, los! Ist ja quasi jetzt gespoilert hier, was auch noch für Wagen auf uns zukommt, ja. Im Evolutionsmodus. Schauen wir mal, ob wir die Zeit unter Boden bekommen. 2:30 für zwei Runden. Das ist deine erste Runde. Das ist deine letzte Runde. Shit. Ach, schon so viele Schäden, kann ich schon knicken, ne? Ja, super. 3, 2, 1, los! Na gut, dann nochmal. Ich habe da so ein kleines Lückenproblem. Mistviecher. Das ist deine erste Runde. Das ist deine letzte Runde. Ja, muss die Kurve richtig nehmen, das sieht man auch nicht raus oder so. Ja. Na gut. Wie das mit jeder Kurve nun mal so ist, ne? Hier oben lang fahren. Ich weiß nicht, ob das so schlecht oder vielleicht sogar von Vorteil ist. Geht ja auch. Zeitlich auf jeden Fall unterboten und hat so gut geklappt. Insofern. Das wird sie nie erfahren. Das ist aber nicht so schön. Kann auch ruhig wissen, dass ich den gut gefahren bin. Der Klaus.
In der Stadt. Okay. Das wird bestimmt nicht so schön. Ich ahne, welche Strecke das sein wird. Die mag ich halt gar nicht. Na, mal schauen, wie es läuft. Nee, gar nicht. Monte Carlo. Monte Carlo trifft sie immer gut. 2, 1. Eigentlich. Los! Ja, da ist ja schon jemand am Start direkt hinter mir. Na sowas. Tja, Frauen können anscheinend schneller laufen meistens, aber nicht immer schneller fahren, oder? Irgendwie ziehen die aber nicht so toll, die Dinger hier, ne? Wahrscheinlich serienmäßig hier oder was? Dass wir später erst kommen, wenn man die ein bisschen aufmotzt. Ach komm schon. Dann. Ja, solange wie sie hinter mir rumtrügelt, ist alles gut, dann gewinne ich ja hier. Oh Scheiße, oh Scheiße. Das ist deine erste Runde. Du liegst knapp hinten. Das ist deine letzte Runde. Ist alles noch machbar? Wenn da nicht nochmal so ein Fahrfehler passiert, ne? Je nachdem jetzt. Zu früh gefreut. Gucken, ob ich so noch krieg. Oder ob ich jetzt die A-Karte habe. Das sieht mehr nach A-Karte aus. Schauen wir mal. Hau ab, du Mücke. Kill dich gleich. Tatsächlich verkackt. Mhm. Naja. Drei, zwei, eins, los! Mal etwas widerspenstiger, aber hinter mir. Wir hoffen, dass sie da bleibt. Die hat in ihrem Wagen mit Sicherheit auch kein Mückenproblem. Scheiße. Ja, wenn ich muss gleich erstmal pausieren, dann kill ich die erstmal.
mir ja voll auf den Senkel hier. Links lang ist besser, okay. Das ist deine erste Runde. Ein ganz enges Rennen. Nur noch eine Runde. Ich könnte jetzt was sagen. Ich lasse es lieber. Oh, und tschüss. Bester Testfahrer. Ja, dann müsste ich den Werksfahrer jetzt durchhaben, ne? Beste ist halt Beste. Mistvieh, ist mir tatsächlich entkommen, ne? Seltener schenken wir dir einen der ersten 2096er Tore. Das ist eine Speziallackierung, aber lass dir nicht den Kopf. Lass dir nicht zu Kopf steigen, sonst nehmen wir dir den Schlüssel gleich wieder ab. Okay. Na dann. Ich den Werksfahrer. Neues Fahrerprofil, ja. Das habe ich noch nie so durchgemacht, komplett. Und ja, gut, aber dann war das lediglich mit dieser Schaltengeschichte, dass ich mich das da immer mal aufgehalten hat, das mal wirklich durchzupacken. Ist natürlich cool, dass ich jetzt diesen einen Wagen hier habe. Der taucht hier im Moment noch gar nicht auf, ne? Na gut, das wird noch kommen. Ja, coole Sache. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.